Wir sind am schönen Bodensee bei uns in Kressborn. Und wir sind eine Weinkellerei und eine alte Hausbrennerei. Und wir verarbeiten Wein, wir verarbeiten Whisky, wir verarbeiten Obstbrände und sämtliche Spiritosen. Heute ist die Weinabteilung, wo wir davor stehen, wo wir 2021 eben neue Tanks gemacht haben. Und wir haben eine neue Kühlmaschine bekommen. Und so können wir alle Bereiche komplett abgreifen, was wir Energie brauchen. Und da in der Vergärung eben die Temperatur ganz wichtig ist, haben wir eben mit euch zusammen die Sensoren gemacht. Und jetzt können wir das halt digitalisieren, haben das direkt auf dem Bildschirm drauf oder auf dem Rechner drauf, wo man natürlich das schön verfolgen kann. Und vor allem nach einem Jahr auch noch, wie die Abläufe waren, wie die Temperatur war, halt das Ganze drumherum. Das ist natürlich eine große Erleichterung für uns, kalkulatorisch natürlich, wenn wir wissen, wenn der Wein vergärt, wie viel Energie wir brauchen, also wie viel Kosten wir auf dieser Seite haben. So haben wir die gleiche Seite beim Whisky zum Beispiel, wenn vergärt, was haben wir da für effektive Kosten in der Kühlung, in der Gärung. Und bei der Maische genau das Gleiche, da können wir halt zuordnen, was wir brauchen wir bei Williams oder Obstwasser, was brauchen wir da für Energieaufwand, wie sind die Kosten, was für Kosten. Weil bis jetzt hat das keinen interessiert. Das war einfach Fakt X geteilt durch eventuell so. Und jetzt ist das natürlich mit euch zusammen, mit der IFM ist das natürlich eine coole Sache, dass wir das halt wirklich zuordnen können in jedem Bereich. Das ist natürlich genial. Mit der Firma Steinhauser gemeinsam haben wir das Kühlaggregat und die Tanks digitalisiert, visualisiert und mit Sensorik ausgerüstet. Letztendlich ging es uns darum, die einzelnen Wärmemengen bzw. Kältenmengen, die in die einzelnen Bereiche reingehen, zu visualisieren, zu berechnen und dem Betreiber so darzustellen, wie er sie für seine Prozesse braucht. Es ist uns gelungen, die Kälteaggregate so anzuschließen, dass wir die Stromwerte, die Kältewerte und die ganzen elektrischen Daten eben über die Sensorik einsammeln, auf Moneo visualisieren, im Moneo weiter berechnen zu Kältemengen und somit für den Betreiber ein Rundumbild gestalten können, um mit diesen Werten in den entsprechenden Prozessen arbeiten zu können. Wir haben da drinnen 48 Tanks, wo wir individuell steuern können. Da können wir sagen, zum Beispiel in Müller-Thurgau möchte man mit 24 Gramm Restzucker. Und das können wir halt mit den Sensoren ideal draufgreifen, aufgrund vom Bildschirm oder auf dem Rechner. Können wir gleich schauen und können wir dieser Tank, zum Beispiel Tank 30, der wollen wir einfach, dass der süß bleibt. Und dann gehen wir halt auf die Temperatur, dass der runterkühlt, dass der kalt hat. Und dann ist die Gärung beendet. Und das ist natürlich, dieser Einfluss zu haben, ist natürlich toll. Und deshalb Monitor zu haben, dass man auf einen Blick sieht, wo geht die Reise hin, ist das natürlich die perfekte Lösung.